Die Rocket Beans sind vor einiger Zeit auf mich zugekommen und haben gefragt, Nerdy Timber, hast du nicht Bock, eine Webserie für uns zu produzieren? Meine Reaktion fiel ungefähr so aus. Ungefähr. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, auf diesen Kanal mit den Raketenbrunnen zusammen ein Projekt zu verwirklichen. Welches wird es sein? Das ist jetzt die gute Frage. Wenn ein neuer Titel wie Dark Souls, Demon's Souls oder Bloodborne rauskommt, freue ich mich eigentlich am wenigsten aufs Spiel. Ich freue mich viel mehr darüber, den Raketenbrunnen dabei zuzugucken, dieses knallhart durchnehmen. Ich möchte und werde in dieser Staffel aus Bloodborne eine Waffe nachbauen, nämlich die Blunderbuss-Büchse. Warum die? Ganz einfach, sieht total geil aus und hätte ich gerne. In circa 8 bis 9 Videos, schätze ich jetzt mal, werden wir diese Waffe bauen. In jedem Video nehmen wir uns einen Teil vor und basteln das dann zusammen. Materialien verwenden wir unendlich viel verschiedenes Zeug. Holz, Pressspanplatte, Metall werde ich auch ein bisschen was benutzen. Verschiedene Farben und Lacke auf jeden Fall und eventuell auch so ein bisschen Gießharz. Je nachdem wie das läuft, da bin ich mir bei dem einen Teil noch nicht ganz so sicher. Eigentlich wollte ich heute mit dem Schaft anfangen. Allerdings liegt die Eiche, die ich dafür benutzen wollte, immer noch in der Trockenkammer und die bekomme ich erst Anfang nächster Woche, wenn ich mich richtig entsinne. Und deshalb fangen wir an mit dem Rohr, also dem Lauf. Das Material für den Lauf wird natürlich kein Metall sein, erstens so schwer und zweitens kann ich damit nicht umgehen. Wir benutzen ein Material, das heißt MDF, das heißt mitteldichte Faserplatte und ist perfekt, um dann später lackiert zu werden. Das Gute an diesem Projekt ist es, dass insgesamt das Teil ja ziemlich abgeranzt und verschlissen und benutzt aussieht. Für mich heißt es dann nämlich, ich muss nicht ganz so krass dabei aufpassen, dass ich auf gar keinen Fall irgendwo eine Macke reinmache. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit dem Hammer und mit irgendwelchen Messern dann mal drüber gehe, ist sogar ziemlich hoch. Wir werden dem Ding auf jeden Fall dann einen schönen Used-Look reinklöpfen. Genug gelabert, ich stelle meine Maschine jetzt auf und dann legen wir los. Ihr habt recht, das Teil sieht noch wirklich viel zu kurz aus. Keine Panik, es wird sogar noch mal ein Stück abgeschnitten. Wir haben vorne in dem Lauf einen Absatz. Hier hinten haben wir ein dickeres Rohr und hier vorne dann ein schmales, dünnes. Um auf die gewünschte Länge dann zu kommen, machen wir jetzt ein zweites Rohr, aber halt dünner, 1,5 cm sind es glaube ich, und es wird dann hier vorne reingesteckt und verleimt. Wir gehen vom System her genauso vor wie bei dem Teil jetzt hier. Wir schneiden uns Streifen, schneiden an diese Streifen dann jeweils links und rechts eine Schmiege mit 22,5 Grad dann an, geben Leim an und fügen es dann wieder zusammen. Ist das getan, wird an das neue kleinere Rohr ein Falz unten angesägt, das seht ihr dann, um es dann in dieses Rohr hier reinzustecken, um auf die ganze Länge dann zu kommen.
Das sieht doch jetzt schon mal echt brauchbar aus. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier so sauber reingeht und so gut passt. Aber, Deko, Deko. Wie man jetzt aber hier auch auf den Plänen sieht, da haben wir da, 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 da und ganz vorn an der Mündung noch so Verzierungen oder halt Beschläge. Ich weiß nicht genau, was es ist. Man erkennt es auf den Bildern oder im Spiel auch nicht so gut. Aber da werden wir uns auch wieder aus MDF-Platten jetzt wieder einzelne Streifen schneiden und die dann hier außen rum setzen. Das ist jetzt zwar so ein bisschen eine Kleinflickerarbeit, aber pff, spornt einen an, dieses Ding. Das sieht jetzt schon so gut aus. Der Lauf, der jetzt aussieht wie ein Minarett, ist quasi fertig. Ihr fragt euch jetzt bestimmt auch, warum hast du hier hinten das freigelassen? Aus dem einfachen Grund, dass auch diese hier, die beiden äußeren, auch nochmal nachgeschnitten werden müssen, sobald das dann auf dem Schaft aufgebracht wird. Ich möchte nämlich nicht jedes einzelne hier ausklinken, soll ja aussehen wie so ein Band, das dann an den Schaft dran geht, um den Lauf zu befestigen. Was muss an dem Minarett noch gemacht werden? Es muss vor allem noch geschliffen werden. Ein, zwei Stellen müssen auch nochmal neu nachgespachtelt werden, weil sich da ein Spalt gebildet hat oder das Teil einfach nicht groß genug geschnitten war. Und ansonsten wäre das dann sogar schon soweit zum Grundieren. Was ich auf gar keinen Fall vergessen darf, ist, dass es nicht glatt aussehen darf. Das Ding hat Macken, das Ding bekommt Macken und das Ding muss Macken haben. Es gibt, glaube ich, in Bloodborne keinen einzigen Gegenstand, der nicht zerschlissen oder abgeranzt ist. Aus diesem Grund, drauf auf die Modi. In diesem Ding noch machen, bevor es erstmal ruhen wird. Jetzt gerade ist die Spachtelmasse dabei zu trocknen. Hier oben in dem Eck. Die wird gleich nochmal kurz abgeschliffen, so
sobald sie ausgehärtet ist. Und danach wird das Teil noch grundiert. Ich habe hier unten schon mal ein bisschen was ausprobiert. Ich habe meine graue Grundierung draufgesprüht, trocknen lassen, schwarze Farbe und dann direkt mal abgewischt. Das sieht schon ziemlich abgefuckt, spacig aus und ich denke, das wird... Ist ja gut, Katze. Und ich denke, das wird im Endeffekt mit ein paar Silber- oder anderen Grautönen ziemlich nice nach einem Metalllauf aussehen. Anfühlen wird er sich nicht so, das ist ja eh klar, aber... Wurscht! Ich würde sagen, der hier ist jetzt so weit, dass man ihn jetzt lackieren könnte. Leute, ich sage euch, das macht so viel Spaß, das Projekt. Das ist so klasse. Und was ich nicht gedacht hätte, ist, dass es so schwierig ist, irgendein Objekt von so wunderschön glatt und smooth und so in zerstört bzw. irgendwie gebraucht zu verwandeln. Das ist echt schwierig. Vor allem der erste Schnitzer da mit einem Eisen reinzumachen. Da denkt man sich, oh, machst du das jetzt wirklich? Das sieht doch gerade so geil aus. Mit der grauen Grundierung sieht es jetzt noch nicht wirklich besonders aus. Ums Lackieren werden wir uns aber später in dieser Staffel kümmern. Erstens, um mit den anderen Teilen ein Gesamtbild zu bekommen. Und zweitens, weil wir an dem hier noch ein bisschen rumschnippeln müssen. Deshalb stelle ich den jetzt erstmal zur Seite. Wer jetzt nicht alles mitbekommen hat oder es nochmal nachschauen will, der schaut einfach auf meinem YouTube-Kanal. Da könnt ihr alles nochmal nachgucken und noch viel mehr. Bis zum nächsten Video. Wünsche ich euch was. Haltet die Ohren steif und tüdelü.